Ja, hallo liebe Kopterfreunde und Unique-Fans und willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es das zweite von mir angekündigte Video zum Thema Data Pilot App vom H520, in dem Fall hier von der ST16. Und zwar geht es heute ganz speziell um die Symbole oben links in der Ecke, die linken drei, denn das sind die Symbole, wo wir einige Einstellungen durchführen können. Und welche das sind, das werde ich euch natürlich hier zeigen. Und ihr seht hier schon einmal die Data Pilot App, wenn ich die ST16S eingeschalten habe und hochgefahren habe. Auch hier können wir schon etwas einstellen bzw. Aktionen durchführen, aber hier ist es natürlich doch besser und günstiger, wenn wir so lange warten, bis der H520 mit der ST16S verbunden ist, denn das bietet noch einige Optionen mehr. Nochmal kurz zur Erläuterung, oben links das Zeichen, das Y, das Unique-Zeichen ist der Home-Button, zeige ich euch gleich. Daneben kommen wir in die Missionsplanung, zum Beispiel Waypoints und Survey, und daneben finden wir den Einstellungsbutton, die drei horizontalen Striche. Für diejenigen, die es interessiert, die Glocke daneben, das ist das Informationszeichen, wenn die ST16S Informationen oder Warnungen ausgibt, die sammle und bündel ich und werde euch die in einem separaten Video zeigen. Der Home-Button, das Unique-Zeichen oben links, das wird natürlich dafür genutzt, um immer wieder zurück in den Homescreen zu springen, sprich da, wo wir das Video sehen oder das Videobild sehen, sofern die Kamera verbunden ist, funktioniert aber auch, wie ihr hier seht, ohne. Hier spielt es natürlich auch keine Rolle, ob wir uns im Einstellungsmenü befinden oder in der Missionsplanung oder meinetwegen in den Kamera-Settings. Ganz egal, wo wir uns befinden, dieser Home-Button ist immer da und kann immer betätigt werden und lässt uns automatisch zurück in den Homescreen springen, um da meinetwegen weiterzumachen, wo wir aufgehört haben. Es macht aber an dieser Stelle hier wirklich Sinn, so lange zu warten, bis die Kamera und der Kopter mit der ST16S verbunden ist. Habt ihr gerade eben am grünen Balken gesehen. Hier wird jetzt gemeckert und mir angezeigt, dass ich keine Micro-SD-Karte in der Kamera habe. Ist jetzt für mich hier in dem Fall ja nicht relevant. Wichtig ist, wir haben jetzt Telemetrieanzeigen und können im Einstellungsmenü auf alle unsere Einstellungen zugreifen. Die gehen wir jetzt einmal Schritt für Schritt durch und ich werde euch das Schritt für Schritt erklären. Wir beginnen direkt mit den General Settings, also den Generaleinstellungen. Ihr seht schon, da muss ich sogar etwas nach unten scrollen. Und ihr seht auch oben, da steht, dass wir das Gerät anschließend neu starten, damit die Einstellungen übernommen werden. Ihr seht schon hier Distanz, Areal und Speed. Die Distanz kann zwischen metrischen und imperialen Systemen ausgewählt werden. Unter Areal kann man, oder Area, in dem Fall auf Englisch, kann man auswählen, wie wir das gerne möchten. Ich möchte gerne Quadratmeter, habe ich hier auch schon eingestellt. Und die Geschwindigkeit Kilometer pro Stunde hier schon eingestellt, kann auch Knoten oder Meter pro Sekunde gewählt werden. Unter sonstige Einstellungen haben wir hier die Möglichkeit, das Schema zu ändern. Im Moment habe ich das Outdoor-Schema, wie es hier so schön heißt. Das wird in dem Fall hell angezeigt. Ich kann das auch auf Indoor-Schema wechseln. Das seht ihr hier, dann wird das dunkel angezeigt. Das kann ich hier wahlweise hin und her switchen. Darunter haben wir die Möglichkeit, den Map-Provider auszuwählen. Wir können hier auswählen zwischen Bing, Google und den anderen beiden. Ich persönlich nutze hier Bing. Das funktioniert interessanterweise am besten, obwohl ich gerne Google genommen hätte. Darunter haben wir den Map-Typ, da können wir auswählen hier Street Map, Satellite Map und Terrain Map, wobei das unterschiedlich ist, je nach Provider, den wir hier ausgewählt haben, müsst ihr mal schauen. Darunter haben wir einen Menüpunkt, wo wir die Audioausgabe ausstellen können. Die Tante labert ja die ganze Zeit und sagt uns, was Sache ist. Ich lasse mich davon sehr gern unterstützen, der eine oder andere, der mag das vielleicht nicht, kann das hier ausstellen. Darunter finden wir die Möglichkeit, die Telemetrie nach jedem Flug zu speichern. Das habe ich bei mir hier auch standardmäßig aktiviert. Ich möchte, dass gerne alles immer gespeichert wird. Genauso die Telemetrie auch bevor ich losfliege. Das kann ich darunter einstellen, denn auch da kann ich zum Beispiel Einstellungen oder Daten verändern. Und falls da was schief geht, was dann vielleicht später dazu führt, dass irgendwas kaputt geht, kann man das dann hier auch nachvollziehen. Wer das möchte, der kann einfach den Punkt darunter danach anschließend jedes Mal die kompletten Settings, die wir durchgeführt haben, löschen lassen. Sprich, nach jedem Neustart werden die Default, also die Grundeinstellungssettings geladen. Ich lasse das aus, denn ich möchte gerne meine Einstellungen, die ich einmal eingestellt habe, auch gern so belassen.
Dann finden wir noch eine Möglichkeit, die Akkuwarnung anzupassen. Die steht jetzt hier bei mir auf 30%. Würde ich euch auch aus meiner Sicht empfehlen, so zu belassen. Da habt ihr genügend Reserve, damit der Kopter auch hier aus ca. 400 bis 500 Meter noch sicher zurückfliegen und landen kann. Wer hier etwas tiefer geht, bis 20% meinetwegen, der geht schon die Gefahr, dass der Akku einfach dann zu stark einbricht und der Kopter dann eventuell ja schneller runterkommt, wie man das gern möchte. Und zum Schluss finden wir noch die Grundeinstellung für die Missionshöhe. Die steht hier auf 100 Meter, aber wenn ihr dann einstellt, sprich in den Missionen, könnt ihr das dann separat nochmal anwählen. Wer jetzt noch einmal schaut oder vielleicht wissen möchte, ja, welche Version vom Data Pilot denn jetzt hier auf der SD16 drauf ist, der kann das jetzt auch hier unten mit sehen. Da steht Data Pilot Version 1.2.5. Als nächstes haben wir die Offline-Maps im linken Reiter, seht ihr einmal hier. Speziell gehe ich da in einem separaten Video drauf ein, nur so viel dazu. Wenn ihr eine Mission planen möchtet, meinetwegen wo kein Internet ist, könnt ihr euch die Map herunterladen im Vorfeld oder auch die Map herunterladen und die Mission schon planen. Und ihr seht schon, wir können hier neue Maps hinzufügen oder bereits heruntergeladene ja, anschauen oder halt auch verändern. Der nächste Menüpunkt im linken Reiter ist Vehikel. Ihr seht schon, hier haben wir die Möglichkeit, Missionen zu importieren oder exportieren von der MicroSD-Karte. Darunter haben wir die Möglichkeit, die Drohne bzw. die Kamera mit einem anderen Passwort zu versehen, wie das Standardpasswort 12345. Wichtig natürlich dabei, dass das System hier neu eingebunden werden muss. Darunter finden wir die Möglichkeit, ein Update, ein Firmware-Update durchzuführen, und zwar ein Update via SD-Karte, und zwar nur die SD16S, also das Android-System können wir hier updaten. Und darunter finden wir, das zeige ich euch jetzt auch gleich, den Software-Updater. Wenn wir auf diesen Button klicken, gelangen wir automatisch zum Software-Updater und können da unsere Software-Updates automatisch durchführen lassen. Wir gehen noch einmal einen Schritt zurück und sehen unter den 5 Menüpunkten noch eine Übersicht über die ganzen Versionen, die installiert sind. Hier haben wir unter anderem die Data Pilot Version. Die Data Pilot App ist diese App, die auf der ST16S installiert ist. Das ist aber nicht das Betriebssystem, das Betriebssystem wäre Android, sondern die Data Pilot App ist eine ja, App, wie ihr sie vielleicht auf dem Handy auch kennt, die hier ebenfalls installiert ist. Darunter finden wir noch die Kameraversion. Jede Kamera wird hier ihre eigene Version haben, die E90, die E50 und die ET. Die werden aber hier ebenfalls aufgeführt, je nachdem welche verbunden ist. Die Gimbal-Version, die kann hier auch unterschiedlich sein, da die Kameras verschiedene Gewichte haben. Der Flight Controller, die Version, die darauf installiert ist, das ist quasi ja, das, was im Kopter, die Software, die im Kopter installiert ist und die mit der SD16S dann ja, kommuniziert und funktioniert. Und die eindeutige Vehicle-ID, die kann zum Teil ganz wichtig sein, wenn ihr zum Beispiel mal irgendetwas habt und das mit Unique besprechen möchtet. Ja, der nächste Menüpunkt im linken Reiter unter Vehicle ist Summary. Das seht ihr einmal hier. Das ist eine grobe Zusammenfassung der Sensorik, der Sicherheit und des Gesundheitszustands der Sensoren. Wobei letzteres klingt etwas komisch. Da geht es hauptsächlich darum, ist ein Sensor irgendwie nicht ganz in Ordnung oder stimmt da etwas nicht? Das wird dann da entsprechend angezeigt. Bei mir haut jetzt hier soweit alles hin. Das kann man als Pre-Flight-Check, also vorm Losfliegen einmal checken, einmal reinschauen, dann sollte das in etwa so aussehen. Alle Sensoren sollten auf grün stehen und ja, Safety, die Sicherheit, also die Return to Launch Höhe, die kann man hier nochmal einsehen bei mir auf 20 Meter. Wenn man jetzt meint, oh, 20 Meter ist mir zu wenig, ich hätte doch gern etwas mehr, kann man das hier noch einstellen. Ich zeige euch mal eben, wie es aussieht, wenn eine Sensorik etwas anderes anzeigt. Dann sieht das so aus und hier kann man sehr schön sehen, welcher Sensor das ist. Hier einmal der Kompass oder der GPS-Sensor, da stimmt etwas nicht. Da müssen wir etwas schauen, was da los ist und das gegebenenfalls beheben. Der nächste Menüpunkt im linken Reiter ist Sensors. Hier haben wir die Möglichkeit, die bemängelten Sensoren, den Kompass und den Accelerometer, also den Beschleunigungssensor, zu kalibrieren. Das zeige ich euch wiederum in separaten Videos.
der vorletzte Menüpunkt im linken Reiter Safety. Hier habe ich die Möglichkeit, die Rückflughöhe zu ändern. Ich wechsle die einfach mal von 20 Meter auf 30 Meter. Anschließend kann ich die natürlich auch prüfen, ob die übernommen worden ist. Unter Zusammenfassung findet ihr hier unter Safety auch diese Höhe. Und wir haben einen virtuellen Sicherheitszaun, den wir hier einrichten können. Hier haben wir die Möglichkeit, unter verschiedenen Menüpunkten zu wählen, was dann passiert, wenn wir diesen Punkt erreichen. Den kann ich hier wählen. Ich habe jetzt mal 100 und 100 Meter ausgewählt. Das heißt 100 Meter Höhe und 100 Meter Radius. Und der letzte Menüpunkt unter Safety Gimbal. Hier haben wir die Möglichkeit, den Gimbal einmal zu kalibrieren. Hier wird uns nochmal kurz gesagt, was dann passiert und dass das Ganze einige Minuten dauert. Ja, liebe Leute, ihr seht schon, so langsam geht es dem Ende zu, zumindest mit diesem Video. Data Pilot Teil 2, da habe ich euch die Einstellungen erklärt, aber auch da gibt es das ein oder andere, wo ich auf ein kommendes Video verweise. Da müsst ihr vielleicht noch ein paar Tage Geduld haben, bis ich das soweit fertig habe. Wer aber jetzt noch Fragen haben sollte und ich das vielleicht noch nicht oder unzureichend erklärt haben sollte, kann auch gern in der Bedienungsanleitung vom H520 vorbeischauen. Unter unique.de findet ihr diese unter dem Reiter Subort. Da habt ihr die Möglichkeit, alles nochmal nachzuschlagen. Die Thematik, die ich jetzt hier in diesem Video angesprochen habe, findet ihr ab Seite 44. Da findet ihr die Einstellungen, die ihr durchführen könnt, auch nochmal separat erklärt, in diesem Fall auch auf Deutsch. Ich kann euch nur empfehlen, euch die Bedienungsanleitung anzuschauen. Die wurde im Dezember überarbeitet, da ist noch etwas Neues dabei gekommen zum Thema SIGIO ET, also Wärmebild und Restlichtkamera. Ja, das war's soweit von mir. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video mit dabei seid. An der Stelle sage ich Tschüss, macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, bis dann. Ciao.